Liebe Leute, ich darf anfangen. Ich möchte euch heute ein Buch vorstellen, das heißt Kommt die Kuh aus Kuba. Es ist ein Geschichtenbilderbuch. Es ist ein sehr gutes Buch, das kann ich bestätigen, weil ich habe es selbst geschrieben. Die Bilder sind nicht von mir, die sind von der einzigartigen Ina Hattenhauer. Falls die Bilder verwackelt sind, ist Christoph schuld, obwohl er der beste Handykameramann ist der westlichen Hemisphäre. Kommt die Kuh aus Kuba, man sieht schon, worum es geht. Es geht um die 12 wichtigsten Erfindungen der Welt, die jemals gemacht worden sind, zumindest meiner Meinung nach. Das Buch ist so aufgeteilt, dass man auf 12 Doppelseiten 12 kurze Geschichten hat, mit jeweils einem Bild von Ina. Es beginnt mit der Erfindung, die heißt das Wörtchen Hallo. Ja, eine nicht zu unterschätzende Erfindung. Das sieht man schon daran, dass das Wörtchen Hallo von uns sehr, sehr, sehr oft verwendet wird. Einige dieser Geschichten, 2 oder 3, möchte ich euch vorlesen. Und ich fange an mit der Geschichte, die dem Buch auch den Titel gegeben hat, die Kuh. Eine der besten Erfindungen auf der Welt ist die Kuh. Kühe sind sehr nette Tiere und sie sind so schön gefleckt. Außerdem ist das Muhen der Kühe ein sehr wohlklingendes und kraftvolles Geräusch. Wenn es keine Kühe gäbe, müssten wir selbst muhen. Das würden wir ja vielleicht noch hinkriegen, aber niemand von uns ist in der Lage, Kuhfladen zu machen. Zumindest in meinem Bekanntenkreis kann das niemand. Für die Kühe wiederum ist es gut, dass irgendwann jemand die Wiese erfunden hat, denn das Gras schmeckt ihnen besser als alles andere. Kühe sind einfach etwas Wunderbares, das auf dieser Welt nicht fehlen darf. Erfunden wurde die Kuh in Kuba, vielleicht auch in Kuwait. In Berlin haben diese reizenden Vierbeiner sogar eine eigene Straße, den Kuhdamm. Und wer mag nicht die tollen Gemälde des Kubismus? Und falls jetzt jemand sagt, aber die Kühe hat doch niemand erfunden, dann muss ich antworten, na klar muss sie jemand erfunden haben, sonst gäbe es sie ja gar nicht. Auch hier können wir nochmal einen Blick auf das doppelseitige Bild werfen, das anschaulich erklärt, wie die Erfindung der Kuh inklusive Entwicklung vor sich ging. Auch das Sounddesign der Kuh war von Anfang an nicht ganz klar. Okay. Die nächste Erfindung ist das Fenster, das lasse ich jetzt mal weg. Der Sommer, auch sehr wichtig. Der Daumen. Ja, der Daumen wird meistens unterschätzt. Ohne Daumen ist alles nix. Und hier hat sich, da zeige ich mal nur das Bild, weil es ohne Daumen auch kein Daumenkino geben würde, logischerweise, hat sich Ina Hattenhauer gedacht, dann zeichne ich eben ein Zeigefingerkino. Und hat halt alle Filme gezeichnet, die zurzeit dort laufen. Bitte melde dich. Er geht ihr auf den Zeiger und so weiter. Eine andere tolle Erfindung ist der Applaus. Beim Applaus weiß man nun aber wirklich ganz genau, wer ihn erfunden hat. Die Seelöwen. Sie richten sich manchmal auf und klatschen ihre Vorderflossen aneinander. Die Menschen haben sich das von den Seelöwen abgeschaut, obwohl wir keine Flossen haben. Wir benutzen einfach unsere Hände. Applaus ist eine prima Möglichkeit zu sagen, das hat mir gut gefallen oder du warst einfach spitze, ohne dass wir dabei den Mund aufmachen müssen. Sehr oft machen wir das im Theater oder im Konzertsaal. Der Applaus hat häufig eine ganz verblüffende Wirkung. Sobald wir in die Hände klatschen, verbeugt sich meistens irgendwo jemand. Erstaunlich, nicht wahr? Man kann aber nicht nur anderen Menschen applaudieren, sondern zum Beispiel einem Vogel, der elegant über uns hinwegfliegt. Oder einer Schneeflocke, die anmutig vom Himmel fällt. Gut gemacht, Schneeflocke. Man kann auch der Sonne Beifall klatschen, wenn sie am Morgen aufgeht. Aber die Sonne hat sich noch nie verbeugt. Und vielleicht möchtest du kurz in dieses Bild reinschauen.
Da sieht man, für welchen Mist manche Leute Beifall bekommen. Tja. Okay, weiter geht es. Das war der Applaus. Dann haben wir die Hosentaschen. Auch eine Erfindung, die oft unterschätzt wird. Das reicht schon. Das Wetter natürlich. Und der Feierabend. Ja, die Geschichte lese ich noch vor. Der Feierabend. Der Feierabend ist eine tolle Erfindung für alle Menschen. Der Lokführer zum Beispiel fährt seine Lok aufs Abstellgleis und murmelt: Gott sei Dank, den Rest des Tages gehe ich nur noch zu Fuß. Die Zahnärztin lässt seufzend den Bohrer sinken und denkt: Ich kann keine Zähne mehr sehen. In der Schule lassen die Kinder und die Lehrer jubelnd ihre Stifte fallen und rennen nach draußen. Sogar Kindergartenkinder freuen sich auf ihren Feierabend. Nach einem total anstrengenden Tag in der Kita werden sie endlich abgeholt und können Eis essen gehen. Oder sie fahren gleich nach Hause und sitzen den Rest des Tages einfach nur auf dem Sofa und tun gar nichts mehr. Wenn die Mutter sagt: Hey, spiel doch mal was, dann sagt das Kind entschieden: Nö, ich habe jetzt Feierabend. Und so sieht das im Bild aus. Tja, wenn so ein Kind sich erstmal entschieden hat, nichts mehr zu tun, dann ist es selten davon abzubringen. Ja, die letzte Erfindung in diesem Buch ist die Tür. Nein, die vorletzte, dann kommt noch das Bett. Wie viel kommt denn da noch? Ach, die Erde, natürlich. Mann, Mann, Mann. Ich weiß selber nicht, was alles in dem Buch drin ist. Und die Umschlagseite zeige ich euch noch. Da spielt uns die Kuh noch ein Ständchen. Und das Buch gibt es natürlich beim Buchhändler deines Vertrauens, bei Amazon, Buch.de, Bücher.de, wie sie alle heißen. Und ja, viel Spaß beim Lesen. Tschüss. Das war's.